Gibt es jetzt seit 2017 und findet natürlich auch in diesem Jahr statt, obwohl es wirklich äußerst schwierig ist, online über Streamings zusammen zu singen. Es ist nahezu unmöglich aufgrund der Latenz. Da können aber die zwei Speaker gleich vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen. Nichtsdestotrotz, man gibt nicht auf im Chaos und es wurde sich ordentlich was ausgedacht und hart daran gearbeitet die letzten Tage. Und jetzt können wir endlich das Ergebnis hören. Der neue Track vom Chaos Communication Choir wird uns gleich präsentiert und ihr könnt eure Fragen dazu stellen. Ich übergebe jetzt mal an Itea, Pico und Thies. Hallo. Hallo, hallo. Tag 4. Erschöpfung ist eingetreten. 3 Tage harte Arbeit. Das ist tatsächlich wie der Realkongress. In der Tat. Mit viel zu tun, mit spannenden Sachen, die wir organisiert haben. Was war? Das ist das Dachfenster, das hat einen Regensensor. Erstmal Pfefferminzöl. Es wird nochmal richtig laut. Mir wird's nicht. Ja, wir sind nämlich sehr vor Ort hier im Studio und wir haben uns die letzten Tage ans Musizieren gemacht. Es gab in den letzten Wochen den Aufruf, Material einzubringen und es gab ein paar Polls auf Twitter und Mastodon. Und ihr habt uns da ein paar Ideen gebracht, die wir jetzt die letzten Tage verarbeitet haben. Und wir haben dann noch Leute zum Singen gebracht und zum Musizieren. Ja, also wir haben sie gebeten, mitzumachen. Und sie waren alle freiwillig. Sie waren alle freiwillig. Wir haben relativ viele Submissions dann kurzfristig bekommen. Erst lief es schon so ein bisschen zäh an, aber das ist ja immer so, wenn das mal da so eine Schwelle ist. Und dann, die letzten Tage, waren dann nochmal sehr aufregend. Es gab ja auch noch, das Stück ist wirklich in den letzten Tagen entstanden. Und es ist auch wirklich so, dass eigentlich alles, was in den Polls, in diesen 4 Polls, die wir auf Twitter und Mastodon in die Runde geworfen haben, die Ergebnisse sind komplett berücksichtigt worden. Das Witzigste dabei war der Dungeon Synth, weil wir nämlich für den Dungeon Synth-Teil so viele coole Realinstrumente eingeschickt bekommen haben, also Aufnahmen, dass das gar nicht mehr so synthetisch klingt. Also eventuell ist es nicht synthetisch genug für Dungeon Synth, aber es ist auf alle Fälle Dungeon. Genau. Und ich persönlich bin ganz glücklich mit dem Ergebnis. Es sind auch echt viele tolle Submissions gekommen, die ich auch, glaube ich, geschafft habe, komplett einzuweben. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ah, oh, und der Chor. Ich vergesse immer, wie geil der CCC-Chor ist. Also was für krass gute Sänger wir hier einfach im Clubumfeld haben. Das ist einfach, mir geht dann immer das Herz auf. Ich vermisse euch furchtbar. Also in den normalen CCC-Kongressen, also in den Communication-Kongressen, stehe ich ja vor einer Meute von über 100 super motivierten Sängern und Sängerinnen, die gemeinsam einfach unglaublichen tollen Chorklang hinkriegen. Und das war eine total andere Situation. Wir hatten trotzdem eine Chorprobe, aber die hat sich für mich als Chorleiter auch total anders angefühlt. Aber wir hatten trotzdem einen ganzen Chor als Teil des, wir haben einen ganzen Chor als Teil des Tracks. Und an alle, die da mitgesungen haben, Respekt, total gut, so schöne Stimmen, so schöne Aufnahmen. Ich bin total beglückt als Chorleiter. Also mein Chorleiter-Staff ist total beglückt. Ja, ich glaube, jetzt ist vielleicht Zeit für alle, die das, was ja die meisten sein werden, die jetzt vielleicht auch nicht gerade im Lounge-Stream waren, die das Stück noch nicht gehört haben, ihr könnt es jetzt hören und das würden wir jetzt mal einstarten. Wir haben einen Einspieler. Ein kleines
Video gemacht. Los. Das geht so. Tea pot and I'm proud.
Also ich finde, sind wir online, Regie? Ja. Oh, also ich finde, dass sich der Chaos Communication Choir mal wieder einen ordentlichen virtuellen Applaus verdient hat. Und es gab auch schon Fragen. Ich würde nämlich direkt einfach jetzt in die Fragestunde übergehen. Und wenn ihr noch Dinge habt, die ihr gerne anmerken wollt, dann macht es ruhig dazwischen. Hier kam eine Frage von Xerox. Wie viele Stunden Arbeit sind seitens Pico und Thies reingeflossen? Wie viel Schlaf gab es letzte Nacht? Und wie viel Mate oder Ähnliches wurde konsumiert? Also geschlafen habe ich persönlich 2 Stunden. Von 8 bis 9:30. Das sind nicht 2 Stunden. Und 2,5. Nee, das sind 1,5. Autsch. Ja, ich bin sogar auf 9 Stunden gekommen, weil nämlich meine wichtigste Aufgabe gestern zu Ende war. Was ist denn deine wichtigste Aufgabe? Den Chor zu leiten und den Leuten Singen beizubringen und vielleicht selber ein bisschen was zu singen. Ja, und den Chorsatz mit mir zusammen durchzugucken und auf Wolfsquinten und ähnliche No-Gos zu überprüfen. Und wie viel Arbeit war das jetzt insgesamt, diesen Track zu erstellen, wirklich so von so mal über den Daumen gepeilt, von der ersten Idee bis die Polls und jetzt zum Ergebnis? Ich würde sagen, sowas wie 40 Stunden vielleicht, 30 Stunden, so alles in allem, so zusammengerechnet. Reine Arbeitszeit, dann aber vielleicht sowas wie 25. 20. Aber da ist so ein bisschen die Frage, ob wir unsere Kommunikation mit reinzählen. Und das Pulse ausdenken und so, irgendwie schon. Ne? Das ist genau, das war halt auch ein wirklich wichtiger Teil von unserer, von dem ganzen Musikkonzept. Also es war jetzt nicht so, wir schreiben jetzt ein Stück und hier bitte singt das, sondern ey Leute, helft uns mit, das Stück zu schreiben. Und deshalb würde ich das tatsächlich mit reinzählen und dann ja, kämen wir da wahrscheinlich auch noch eine Ecke mehr. Und jetzt frage ich einfach mal ein bisschen weiter. Also stellt gerne noch weiter Fragen, wenn ihr welche habt. Sonst übernehme ich jetzt mal ein bisschen. Wer war denn oder welche Musikinstrumente habt ihr denn da jetzt eigentlich zugeschickt bekommen? Was gab es denn für Contributions? Wie viele Sänger waren dabei? Wie gestaltet sich das dann irgendwie, das so schnell eben mal zusammenzubauen? Naja, also das ist ja tatsächlich jetzt wirklich in den letzten Tagen entstanden, in der Form, die es nun bekommen hat. Auch auf der Basis dessen erstmal was ganz offen. Wir haben gesagt, schickt uns irgendwas, schickt uns Ideen, schickt uns Textideen, schickt uns musikalische Fragmente, schickt uns ein Thema, schickt uns, was ihr gerne machen würdet. Und auf der Basis dessen haben wir dann angefangen, auch noch die Polls zu machen. So, wo wir dachten, ja, da kommt dann vielleicht irgendwie konkret was zurück, was wir dann umsetzen können und wo wir dann schon mal ein paar Anhaltspunkte sammeln. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, vielleicht frage ich jetzt Itea einfach mal kurz, wie viele Sänger waren denn dabei und welche Stimmlagen und so weiter war da? Hast du das überhaupt gemacht online, wenn man nicht zusammen singen kann? Wir hatten die Chorprobe, aber die Chorprobe selber wurde nicht aufgenommen. Das heißt, die Leute, die in der Chorprobe die Stimmen gelernt haben, haben danach sich selber nochmal aufgenommen und das dann eingeschickt. Und das ist dann bei Thies gelandet, der also am Ende 72 Spuren zusammengemischt hat, aber da ist alles in allem dabei gewesen. Genau, also elektronische Instrumente, Instrumente, die zugeschickt worden sind, Chorstimmen. Und wenn ich das jetzt mal so überschlage, also ich glaube, wir hatten jetzt so, 15 oder 16 Chorsänger und an Instrumentalisten, Querflöte, Piccoloflöte, Akkordeon, Trompete, Klarinette, Kornett, Saxophon. Ich glaube, das waren sie, genau. Der hat gar keine Streicher, was ist da los? Hallo?
fühlt euch angesprochen. Naja, ich glaube auch, ich glaube, man muss dann manchmal so ein bisschen in die Crowd hineinrufen. Also gestern Abend um 18 Uhr hatten wir noch keine Tenoraufnahmen. Dann haben wir darum gebeten, bitte uns Tenoraufnahmen zu schicken. Und bis 10 Uhr, also zur Deadline, waren dann tatsächlich 5 Tenöre da. Und so schöne Tenöre. Ich muss noch mal rausfinden, wer da so schön singt. Also teilweise wissen wir gar nicht, wer uns das geschickt hat. Das ist natürlich schade, weil wir haben so schöne Badges für euch, die ihr dann in der 2D-Welt auch tragen könnt. Genau, deshalb meldet euch, sendet uns euren Nicknamen in der 2D-Welt, damit wir die Badges verleihen können. Und ich glaube, diese Nicknames sind auch case-sensitive. Deshalb achtet auf Groß- und Kleinbuchstaben, sonst kriegt ihr die nicht. Mhm. Und also wir haben schon eigentlich, aber es gibt einen Flüstertenor, der hat so ganz leise und zart gesungen. Das ist sehr schön, die Stimme. Und ich weiß nicht, wer das ist. Die Files sind auch, das war die hochauflösendste Submission von allen. Das ist nämlich mit 292 Kilohertz eingesandt worden. Also eine höhere Samplingrate als die, mit der ich arbeite, die eigentlich schon relativ hoch ist, 96 Kilohertz. Das war das Einzige, was ich runterkonvertiert habe. War aber sehr gut. Also das klang dann auch sehr gut. Überhaupt das Niveau der Submissions war insgesamt sehr hoch. Und ich glaube, so, es hat alles ein Plätzchen gefunden. Hier ist auch nochmal wieder eine weitere Frage reingerauscht. Was nehmt ihr an Erkenntnissen für eine eventuelle zweite Auflage mit? Und irgendwas, was wirklich nicht funktioniert hat? Wir haben uns am Anfang bedeutend mehr Input versprochen. Da waren wir vielleicht auch ein bisschen naiv, dass wir an Twitter, also man kennt es ja eigentlich so, fragt Twitter irgendwas und man kriegt 1000 Antworten. Es sei denn, man braucht eine Antwort. Und genauso war so ein bisschen, ey Twitter, sag uns, was für Musik wir machen sollen. Das war vielleicht gar nicht so die gute Idee. Und dann haben wir, genau, mit den Polls, und da ist dann immer ein bisschen mehr gekommen. Das war, glaube ich, so ein bisschen die enttäuschteste Erwartung. Oder? Ich war nicht so enttäuscht. Ich dachte, es wär vielleicht schon kommt was, aber tatsächlich so richtig erstaunlich ist es vielleicht nicht, weil solange das noch so ganz im Ungefähren ist, ist es auch nicht so leicht, darauf zu reagieren. Also das machen die wenigsten Menschen. Ne? So, also wenn es einfach so in den Wind getwittert auf deinem... Und wie geht man dann beim zweiten Mal mit um? Gibt es da so ein Learning draus irgendwie, was ihr dann noch besser machen wollen könntet, würdet oder... Ein bisschen früher mit einem bisschen genaueren Plan rangehen, und ich würde tatsächlich die Arbeit nicht so sehr auf den Kongress verlegen. Aber ich finde das eigentlich nicht schlecht. Es kommt aber auch alles sehr darauf an, wie sich jetzt die Gesellschaft so weiterentwickelt. Ja. Also was wir jetzt, also wenn wir uns wieder real treffen können, dann ist es vielleicht aber tatsächlich besser, noch ein bisschen mehr vorzubereiten und dann beim Kongress dann direkt loszulegen. Vielleicht eben auch tatsächlich, also ich fände es toll, wenn wir uns alle mal irgendwann wieder real sehen und vielleicht dann auch die Musik, die jetzt so in den letzten Jahren schon entstanden ist, nicht nur als Chorgesang, sondern auch vielleicht mal Chor und Musiker zusammen performen die Sachen, die so entstehen. Die positivste Überraschung bei mir war, dass dass viel mehr Instrumente kamen, als ich dachte. Also ich bin total am Überlegen, ob wir vielleicht noch beim nächsten Mal noch mehr Instrumente einbinden können. Ich habe schon Beethoven in die Luft geworfen, aber wurde nicht so gutiert. Naja, ich finde halt interessant, was Neues entstehen zu lassen. Jetzt der Regensensor. Es fängt wieder an zu regnen. Ja. Glücklicherweise sind wir in Hamburg und nicht in einem Ort, wo es regelmäßig regnet. das war für mich eine total positive Überraschung, dass da einfach so viel Instrumentales kam. Ja. Also und tatsächlich, also auch nur auf den Hinweis, bitte schickt uns Sachen. Es gibt noch einen Folder mit Soundeffekten und so, der bei uns gelandet ist. Da wissen wir tatsächlich nicht, wo der her ist, und wir waren nicht so ganz sicher, ob die jetzt irgendwie doch proprietär sind oder nicht.
Das ist das Einzige, wo ich jetzt nicht geschafft habe, wirklich was einzubinden. Jetzt ist vielleicht noch die Frage, was ist denn jetzt mit dem Track? Wo ist er? Kann man den irgendwo hören? Er lief ja vorhin in der Lounge, wir haben ihn jetzt hier gesehen, aber gerade auch für die Leute, die ihn mitgemacht haben, die wollen ja nicht nur den Badge, die wollen ja auch den Track haben und alle anderen ihn vielleicht nachträglich noch hören. Wie einen Vortrag hört man jetzt auch den Song nach. Genau. Ich habe schon einen Tweet vorbereitet, den setze ich jetzt live ab. Das Ding ist nämlich jetzt vor 10 Minuten auf Bandcamp habe ich das hochgeladen. Und da könnt ihr das dann euch mitnehmen vom RC3. Und das hat eine Creative Commons Lizenz, hast du es mir schon erzählt? Creative Commons Lizenz. Also wenn ihr damit was machen wollt, dann tut das. Die ist allerdings non-commercial und share-alike, also ihr dürft es jetzt nicht an Mercedes verkaufen. Oder an Darjeeling. Ja, genau. Ich wollte gerade so, ich tweete jetzt. Your tweet was sent. Ja, so, wir haben keine weiteren Fragen mehr hier im Channel. Und im Chat, ich glaube, ihr habt alles beantwortet, fleißig irgendwie die letzten 4 Tage, auch immer noch mal einmal eine halbe Stunde live am Tag. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was euch noch so an der ganzen Sache wichtig war, ist? Also ich finde es und fand das tatsächlich eine tolle Erfahrung. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Community, die dann so tatsächlich, also wenn es dann tatsächlich eine Aufgabe gibt und dann ist so ein Challenge da, dann wird dann auch wirklich reagiert und dann geht es auch auf einmal. Auf einmal sind dann bis 21.57 Uhr 5 Tenorstimmen da, das ist super. Und ich weiß, dass auch viele Leute, die jetzt mitgemacht haben, also oder einige auf jeden Fall hatten, doch auch außerhalb dessen, dass sie mitgewirkt haben, auch total Stress mit der Veranstaltung und die haben trotzdem die Zeit gefunden, mitzuwirken, das ist, was ich ganz toll finde. Und ich finde das, also ich mich macht das Ergebnis, euphorisiert mich irgendwie. Das ist halt toll, wenn sowas aus dem Nichts innerhalb von ein paar Tagen mit Hilfe von Menschen entsteht. Und das ist toll, dass das tatsächlich auch dann doch eben sich so sehr am Ende doch schon irgendwie auch wie Kongress angefühlt hat die letzten Tage. Das finde ich auch irgendwie sehr gut. Ja, also es war dann auch der Stress und dieses Sachen organisieren müssen und eigentlich nicht zu der Veranstaltung kommen, aber das ist dann auch Teil der Veranstaltung. Das hat sich wirklich sehr nach Kongress angefühlt. Also, für mich war halt praktisch schwierig, weil ich nicht gleichzeitig in die 2D-Welt konnte und Musik programmieren, weil da gibt es immer Konflikte mit meinen Audio-Interfaces. Ja, von wegen 2D-Welt. Hier gibt es noch eine Frage, die ich finde ich sehr elementar. Gibt es im Anschluss noch ein kurzes CCC-Choir-Treffen in der 2D-Welt? Vielleicht bei den Hexen? Würde sich bei Pico anbieten? Wir haben ja das große Problem, dass die Hexenräume super belegt sind, weil da unglaublich viel passiert. Und ich traue mich jetzt gar nicht einfach zu sagen, ja, wir gehen jetzt zu den Hexen. Wir können natürlich in die Elbphilharmonie im Hamburg Assembly. Die wurde nämlich extra für uns gebaut. Genau, das würde ich. Wir haben es leider nicht so ganz, also gestern waren wir den ganzen Tag da, da kamen auch unsere Leute vorbei, um nochmal sich einen Ratschlag abzuholen und so. Hatten wir einen schönen Chatraum, der uns von der extrem unterstützenden Orga auch noch eingerichtet wurde. Überhaupt, das war ganz toll, wie wir unterstützt worden sind, unsere Aktion. Dann würde ich doch vorschlagen, Elbphilharmonie is the place to be. Da findet ihr hin. Wir müssen da ein bisschen einen Weg angehen. Die Elbphilharmonie ist in Hamburg und Hamburg ist im Norden. Das heißt, ihr geht bei den Assemblies, bei den Spaces auf die Nordseite, sucht da relativ weit im Norden nach Hamburg und dann da findet sich dann die Elbphilharmonie. Einmal über den Hafen rüber, den Schiffen beim Tuten zuhören und dann rein in die Elbphilharmonie. Wenn der Jitzi da nicht aufgeht, würde ich sagen, knubbeln, dann geht auf jeden Fall was auf. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die tolle Arbeit und
für diese wunderschöne Musik. Und ich selbst habe auch mitgesungen beim Chor und kann nur sagen, es war wieder eine große Freude, auch wenn man nicht zusammengesungen hat. Alleine die Warmmachübung zusammen und so. Es hatte Chor-Feeling. Wie insgesamt auch. Es war jetzt der letzte Talk hier auf dem Hamburger Kanal. Also ihr habt sozusagen den Schlusssatz jetzt hier gesetzt. Und ich finde am Ende, um das nochmal vielleicht irgendwie so kurz zum Schluss zu bringen, dieser Kongress, obwohl wir mit Widrigkeit zu kämpfen haben, uns nicht persönlich sehen können, und ich freue mich da auch wieder drauf, ist wirklich sehr gelungen gewesen. Und ich für meinen Teil denke, wir können alle jetzt aufgetankt in ein neues Jahr 2021 übergehen mit ganz viel Chaosliebe und Chaoswissen und Chaoswirrwarr und Wahnsinn irgendwie aufgetankt ins neue Jahr und Corona vollends überstehen und hoffentlich alle uns ganz gesund, wahrscheinlich nächstes Jahr noch nicht in voller Größe, aber vielleicht doch wieder treffen. Zumindest virtuell. Und jetzt erstmal in der 2D-Welt. Jetzt kann ich auch endlich gucken. Ja. Okay, ich würde sagen, auf Wiedersehen. Macht's gut. Wir sehen uns später noch zu einer Mate. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.